Die Deutsche Bank ist die größte und bekannteste Bank Deutschlands, gleichzeitig auch ein Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung und wichtig für den Wirtschaftskreislauf. Deswegen ist es umso interessanter, sich die Deutsche Bank nicht nur aus der Perspektive einer Anlage anzusehen, sondern eben auch, was es bedeutet, wenn die Deutsche Bank weiterhin Probleme hat. Schafft die Deutsche Bank den Turnaround? Darum geht es ja auch in dieser Aktienanalyse und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier bei unseren Bankanalysen von Marxen Brothers. Mein Name ist Philipp Marxen. Die Deutsche Bank ist auch etwa 150 Jahre alt, mit Sitz in Frankfurt. Die Bilanzsumme deutlich größer als alle anderen deutschen Banken bei 1.298 Milliarden Euro. 87.597 Mitarbeiter waren es am Ende des Jahres 2019. Der Sitz der Bank, die Türme, die ja oft im Volksmund Soll und Haben genannt werden, sind ja sehr bekannt. Interessanterweise auch bei vielen Stockfotos werden diese Deutsche Bank-Türme benutzt, die ja vor ein paar Jahren umfangreich auch umgestaltet wurden und praktisch grüner gemacht wurden. Das Interessante ist, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, auch auf der Seite von Texas Capital wird ja die Deutsche Bank-Hauptquartier gezeigt. Die Regionen der Geschäfte, da ist es so, wenn wir uns jetzt Verschiedenes ansehen und das Problem ist, dass es sehr verschiedene Möglichkeiten gibt, das Ganze zu betrachten. Wenn wir uns das jetzt von den Krediten betrachten, dann ist Deutschland ganz klar der Markt schlechthin. Aber daneben in Europa vor allem auch Italien und Spanien und die USA noch sehr wichtig. Wenn wir uns die Debt Securities ansehen, dann ist es in Europa vor allem Deutschland, aber nicht mehr so wichtig und daneben noch UK. Ansonsten die USA mit am größten in diesem Bereich und Australien auch relativ wichtig. Von den Mitarbeitern wiederum Deutschland ganz weit vorne. Europa hat auch relativ viele Mitarbeiter. Asia Pacific auch relativ viele, was natürlich auch eine sehr große Region ist. Und Nordamerika mit ca. 8000 Personen. Insgesamt sehen wir, dass in den letzten Jahren überall sehr stark Mitarbeiter abgebaut wurden. Deutschland, ganz kurz nochmal als wichtigster Markt. Natürlich die Exportindustrie ist sehr stark von Kraftwagen, Kraftfahrzeuge, Maschinen und chemischen Erzeugnissen abhängig und ist ein sehr reiches, weit entwickeltes Land. Allerdings die demografische Entwicklung hat einige Fragezeichen. Es gibt sehr viele Personen, die schon im Rentenalter sind und ohne Zuwanderung wäre es jetzt auch schon zu einem starken Rückgang der Bevölkerung gekommen. Allerdings gab es natürlich in den letzten 5 Jahren bis 10 Jahren bekannterweise eine sehr starke Migration nach Deutschland, erst aus den Euro-Ländern während der Euro-Krise, später eben auch aus Afrika und dem Mittleren Osten. Der Markt, nochmal Deutschland, das hatten wir vorher bei anderen Banken schon besprochen, was Banking Assets to GDP angeht, ist nicht auffällig für die Entwicklung von Deutschland, relativ im Mittelfeld mit 91% Banking Assets to GDP. Und die Verschuldung Deutschlands ist im europäischen Vergleich, aber auch im Vergleich zu den USA und Japan sehr niedrig. Die Marktkonzentration im Finanzbereich ist sehr wenig in Deutschland. Das heißt, selbst die Deutsche Bank ist hier nicht besonders stark vertreten. Es geht ja auch darum zu schauen, wie viel Kredite die Deutsche Bank in Deutschland ausgibt. Und da ist es gar nicht mal so unglaublich groß, wie man vielleicht in erster Linie vermuten würde, wenn man sich einfach nur die Bilanzsumme ansieht. Nein, bei den Krediten können viele andere Banken auch mithalten. Die Marktkonzentration in Investmentbanking, dafür habe ich mir diese League Table hier nochmal gesucht. Die Deutsche Bank ist deutlich nicht unter den ersten 4, 5. Der Abstand zu JP Morgan ist gewaltig, aber in Europa spielt die Deutsche Bank durchaus noch eine Rolle. Credit Suisse war noch davor und auch Barclays, aber hier die Deutsche Bank auch interessant zu sehen, dass sie vor allem auch mit Bonds hier ein wichtiges Feld hat. Aber wenn man sich das ansieht, ist es eher eine negative Entwicklung. Insbesondere im Vergleich zu den anderen Banken, die doch eine sehr, sehr positive Entwicklung aufweisen konnten. Gerade auch die amerikanischen Banken haben eine sehr positive Entwicklung aufgeweist. Also die Deutsche Bank fällt hier zurück im Investmentbanking. Das Geschäftsmodell der Deutschen Bank ist relativ umfangreich und durchaus komplex. Man war früher in praktisch allen Feldern vertreten, die eine Bank abdecken kann, hat mittlerweile jetzt einiges ausgelagert oder abgespalten. Zum Beispiel Asset Management ist ja auch teilweise
in der DWS gebündelt und selbst nochmal an die Börse gebracht worden. Und man versucht auch insbesondere in der Investmentbank einzelne Bereiche abzubauen. Ein Beispiel dafür ist hier diese Nachricht vom letzten Sommer: Deutsche Banks Global Prime Finance Platform to move to BNP Paribas. Also die Deutsche Bank hat sich praktisch komplett aus dem Equity-Geschäft zurückgezogen. Wenn wir uns hier nochmal ansehen, okay, von den Mitarbeitern her hat die Privatkundenbank die mit Abstand größte Zahl von Mitarbeitern. Infrastructure hat auch noch sehr, sehr viele, aber es gibt eben auch noch ein paar Mitarbeiter in der Investmentbank, auch gar nicht so wenig, und Corporate Bank. Position im Markt hatten wir besprochen. Man versucht hier vor allem in Bonds beim Investmentbanking erstmal stark. Man begleitet insbesondere deutsche Corporates und Privatkunden. Kundenzufriedenheit, ja, konnte man nicht so viel zu finden. Gibt es unterschiedliche Meinungen, teilweise auch nicht so gute Meinungen, ehrlich gesagt. Das ist natürlich auch eine gewisse Problematik, dass die Deutsche Bank mit sehr vielen verschiedenen Marken in Deutschland angetreten ist, zum Beispiel auch die Postbank bei den Privatkunden. Management und Aufsichtsrat, der Vorstand ist relativ groß. Christian Sewing ist ja seit so 1,5 Jahren jetzt Vorstandsvorsitzender. Was mir auffällt, ist beim Vorstand ist doch einigermaßen europäisch international, auch was die Ausbildungen angeht, wo viele Leute in England oder USA studiert haben und auch einige Leute eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sondern andere Staatsbürgerschaften, insbesondere die englische und oder britische und italienische. Und ein weiterer Punkt hier, Christian Sewing hatte eben nicht im Ausland studiert, sondern er kommt eigentlich aus einer ganz klassischen Schiene durch eine Bankausbildung reingekommen und dann sich weitergebildet. Also das kreiden ihm manche Leute an als Problem, aber es ist vielleicht auch eine Chance, da er sich noch mehr beweisen muss als jemand, der vielleicht vorher von Harvard oder anderswo kommt. Der Aufsichtsrat ist hier sehr, sehr groß, sehr viele Personen. Der Aufsichtsrat im Vergleich auch zum Vorstand nicht ganz so international, aber hat durchaus einige Personen auch, die nicht in Deutschland leben dabei. Und Paul Achtleitner ist ja sehr, sehr lange Aufsichtsratsvorsitzender und Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Durchaus auch wird er kritisch gesehen, durch auch letztendlich viele Vorstandswechsel unter seiner Ägide. Bisschen fehlt die Technologiegeschichte dabei. Gehen wir nochmal zurück in den Vorstand. Mich interessieren insbesondere jetzt Bernd Leukert. Ist ja relativ neu im Vorstand, hat einiges an Erfahrung in SAP gesammelt und ist jetzt für diesen ganz wichtigen Technologiebereich zuständig. Seine Vorgängerin Kim Hammonds hatte mal die Deutsche Bank als eines der dysfunktionalsten oder das dysfunktionalste Unternehmen bezeichnet, für das sie jemals gearbeitet hatte. Aber auch schon vorher hat John Cryan, der ehemalige Deutsche Bank-Chef, mal die IT-Systeme als lausig bezeichnet und andere Leute bezeichnen das Ganze als toxisch. Also es ist hier nicht ganz einfach. Es gab eine ganz große Anzahl von einzelnen IT-Systemen, die wurden jetzt etwas reduziert, aber anscheinend wurden vor allem die IT-Systeme jetzt reduziert, die relativ leicht rausnehmbar waren. Und natürlich hat die Deutsche Bank gerade im Investmentbanking beruht man eben auf sehr spezialisierte Systeme, die man sich über die Jahre aufgebaut hat. Und diese jetzt zu standardisieren, was das Ziel ist, standardisieren, erneuern und ins Netz bringen auf eine Cloud-Plattform. Aber das bedeutet natürlich, dass die alten Systeme, an denen jetzt nicht mehr weitergearbeitet wird und es vielleicht hier jetzt auch Probleme dann gibt, was die Umstellung angeht, beziehungsweise man kann dann eben keinen Quantensprung mehr nach vorne machen. Eine Partnerschaft mit Google wurde eingegangen und ich glaube, hier diese IT-System Vielfalt, die man hier hat, zu vereinfachen, zu standardisieren, wird eine sehr, sehr komplizierte Aufgabe sein, ohne eben gleichzeitig auch Funktionalität zu verlieren und dadurch vielleicht ins Hintertreffen zu bekommen. Schauen wir uns jetzt die verschiedenen Deutsche Bank-spezifischen Ratios an. Wie immer, ich mag es eigentlich nicht, wenn es so stark wächst und die Deutsche Bank kann man sagen, in den meisten Bereichen gibt es sehr, sehr wenig Wachstum. Also auch bei den Kreditvergabe hat man jetzt nicht so stark gesehen wie bei der Commerzbank, die ja sehr stark Kredit vergeben haben, war das bei der Deutschen Bank nicht, sondern man ist insgesamt, was die Bilanzsumme angeht, eher
bei einem Schrumpfungsprozess, aber auch ansonsten sieht man kein so starkes Wachstum, was ich erstmal positiv finde. Zinsmarge ist nicht hoch, sondern eher fast schon niedrig. Return on Equity ist ja für mich eine ganz wichtige Zahl, sollte über 10% betragen, aber bei der Deutschen Bank Ende 2019 ein Rekordverlust, etwa minus 10%. Ja, mir fehlen da eigentlich fast die Worte. Cost-Income-Ratio habe ich ja gerne etwas um die 50%, aber auf jeden Fall niedriger als 65%. Und hier war es natürlich über 100%, was ja logisch ist, wenn man so große Verluste macht. Und Equity im Vergleich zu den Total Assets nur bei 4,5%. Gerade auch bei der Deutschen Bank ist es natürlich ein bisschen kompliziert, sich die Total Assets anzusehen. Bei manchen Banken sind das ja vor allem Kredite, bei der Deutschen Bank eben nicht. Da sind sehr viele verschiedene Securities und Derivate noch da drin. Und das macht das Ganze natürlich schwierig, auch überhaupt die Bilanzsumme, ja, wie soll ich sagen, richtig zu errechnen. Vom Risikomanagement, ja, MPL ist auch nicht ganz so einfach zu sehen, weil es gibt ja verschiedene Capital Release Units, in die viele nicht gut funktionierende Kredite reingebracht wurden. Einiges wurde verkauft in 2019, einiges gab es an Write-offs. Man kann es nicht ganz gut sagen. Insgesamt die Coverage sieht erstmal auf okay aus. CET1 ist bei 13,6%, das sieht auch erstmal okay aus. Die Liquidität ist auch okay, aber die Portfolioqualität ist ziemlich unklar. Warum ich sage ich das? Nicht unbedingt nur wegen dem Kreditportfolio, sondern insbesondere wegen dem Derivateportfolio und eben weil einiges in unterschiedlichen Gruppen ist, auch gerade bei dieser Liquidierungsuntereinheit. Mitarbeiter und Profitabilität. Wir wissen ja, 2019 war kein profitables Jahr. Brauchen wir auch gar nicht groß drauf zu gucken, hier auf die einzelnen Punkte. Personalaufwand, aber dann mal nochmal durch die Net Revenues. Da will ich ja Werte von unter 30%. Hier war es aber schon 2019 bei etwa 48%. Das heißt, es kamen zwar einige Umsätze rein, aber das meiste dieser Umsätze ging dann auch wiederum an die eigenen Angestellten und Manager im Zuge von normalen Lohnzahlungen bzw. Bonuszahlungen. Personalaufwand geteilt durch die Profite, da wissen wir ja auch, es gab keine Profite, also mal drei Kreuze und rot und das gleiche auch bei dem CEO-Pay, solange es eben so große Verluste gibt, brauchten wir gar nicht darüber zu schauen. Das gleiche gilt fürs KGV, was wir nicht groß ausrechnen können. KBV ist okay, ist sehr, sehr niedrig, nicht nur geringer als 1,2, sondern auch geringer als 1, sogar deutlich geringer als 0,5. Und deswegen habe ich es hier nicht grün gemacht, sondern orange, denn es ist so ein niedriges KBV, dass schon fast praktisch ein Warnsignal angeht, dass hier was absolut nicht stimmt, was wir natürlich auch an den anderen Zahlen sehen können. Die Dividendenrendite können wir auch vernachlässigen, gibt es eigentlich nicht. Und das Graham Multiple, dadurch, dass ja das KGV nicht wirklich ausrechenbar ist, können wir auch kein Graham Multiple bilden. Das macht die Bewertung schon mal sehr schwer. Hier muss man wirklich eigentlich gucken, können wir uns einen Turnaround vorstellen? Und das von außen, selbst ich glaube, von innen, intern in der Bank zu bewerten, wird sehr, sehr schwer. Besondere Variablen, natürlich ist man ein bisschen abhängig von der Entwicklung von Euro, Dollar und Great Britain Pound. Die deutsche Konjunktur hängt stark von Autos, Maschinen und Chemie ab. Die Politik spielt auch bei der Deutschen Bank eine große Rolle. Zum Beispiel auch der Brexit in UK. Früher war ja London ein sehr starkes Handelsumfeld oder ein starker Standort für die Deutsche Bank. Es scheint sich jetzt alles ein bisschen eher nach Deutschland zu verlagern, aber auch das ist eine Frage. Und auch in den USA, nachdem die Deutsche Bank dort sehr, sehr viel abgebaut hat. Wie ist man da überhaupt noch stark vertreten, ist die Frage. Dazu kommen noch einige politische Punkte in den USA, zum Beispiel die engen Verbindungen zu Donald Trump oder auch der Skandal mit Epstein. Ja, von Rohstoffen ist man kaum abhängig, das ist gut. Und die Technologie ist natürlich ein Gefahrenherd, wie wir schon vorher gesehen haben. Zweites Quartal 2020 Update, also man versucht hier das ganze Business zu vereinfachen. Versucht hier verschiedene Geschäftsfelder zu schließen und natürlich insbesondere auch die Kosten runterzubringen, um damit auch Kapital wieder zu heben. Ganz wichtiger Punkt natürlich weiterhin die Investitionen in Technologie. So sieht das Ganze ein bisschen aus. Man sieht das zweite Quartal 2019 und das zweite Quartal 2020. Bei der Deutschen Bank herrschen immer die interessantesten
Grafiken vor. Hier sieht man, dass es zwar oben Wachstum in der sogenannten Kernbank gab von 2,6 Milliarden an Profiten auf zu 3,1 Milliarden, aber eben bei der Capital Release Unit einen umso größeren Verlust. Und auch hier sehr interessante Grafik, wo man auf den ersten Blick denkt, hey, das ist ja um 5% gestiegen, die Umsätze, aber wenn wir uns das oben für die Gruppe ansieht, ist es eben von 24 Milliarden auf 23,3 Milliarden gefallen. Also eigentlich, ich würde es eher sagen, es ist minus 3%, aber ich finde es immer schön zu sehen, wie die Deutsche Bank ihre Grafiken erstellt. Das ist auf jeden Fall interessant. Die insgesamt Zahlen, was Liquidität angeht, ist okay. Was CET1 angeht, ist auch okay. Also hier gab es durchaus keine Verschlechterung. Und man muss sagen, das zweite Quartal ist insgesamt nicht so schlecht gelaufen. Provision for Credit Losses as a percent of loans, 69 Basispunkte, also sehr, sehr wenig Provisions. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist jedem selbst überlassen. Ich habe es lieber, dass man ein bisschen mehr Provisions hat. Die amerikanischen Banken haben ja oft zwischen so 1,5 und 4, 5% des Portfolios hier als Provisions gebildet. Das ist bei der Deutschen Bank eben anders. Da sind es noch sehr wenig. Und die Frage ist natürlich, was ist neben den Loans noch los? Was ist denn mit den ganzen Derivaten, mit den ganzen Securities auf der Bilanz? Erstmal sehr positiv, Corona-Krise trifft Deutsche Bank weniger hart als befürchtet, wie dieser Artikel in der FAZ zeigt. Aber wenn wir uns die Profitabilität nochmal wirklich ansehen, ist es auch im zweiten Quartal 2020 immer noch ein negativer Return on Tangible Equity. Also es ist auf keinen Fall über den Berg, sondern weiterhin sehr, sehr kompliziert, sehr schwierige Lage und zwar etwas besser als befürchtet, aber die Corona-Krise ist nicht vorbei. Und wir wissen eben nicht, wie viele Abschreibungen zum Beispiel auch noch auf den ganzen Securities kommen. Daher für mich das Fazit ist relativ klar. Der Markt, also Deutschland, ist für mich nicht interessant für Investitionen in Banken. Gleichzeitig ist der Markt auch, was Investmentbanking angeht, schwierig für europäische Banken, insbesondere für die Deutsche Bank, die stark abgebaut hat im Vergleich zu den starken amerikanischen Banken. Und die Resultate der Deutschen Bank in den nicht nur 2019, sondern praktisch den ganzen letzten Jahren waren doch verheerend. Deswegen würde ich nicht in die Deutsche Bank persönlich investieren. Kann aber natürlich verstehen, dass man vielleicht hier jemand opportunistisch so auf einen Turnaround spekuliert. Mein Verständnis der Bank ist relativ eingeschränkt, denn das insbesondere Security-Portfolio und das Derivate-Portfolio zu analysieren, finde ich hochkompliziert, beziehungsweise eigentlich aus meiner Sicht unmöglich, selbst unmöglich für viele Aufseher meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, was da alles noch schlummert. Für mich deswegen auch für Portfolio-Sicht her macht es eher wenig Sinn, da eine Deutsche Bank zu integrieren. Jetzt bin ich natürlich auf eure Meinungen gespannt. Bitte unten in die Kommentare und wir werden weitermachen hier mit dieser Serie über Bankanalysen. Nochmal der Hinweis: Ich hoffe natürlich, dass die Deutsche Bank einen guten Turnaround hinbekommt, denn sie ist einfach wichtig auch für den Finanzstandort Deutschland, für das Rhein-Main-Gebiet speziell, aber auch für die deutsche Wirtschaft an sich. Danke schon mal für eure Unterstützung. Ganz kurze Folie am Ende, die digitale Transformation vom Banking. Und bei der Deutschen Bank sehe ich so, dass irgendwo zwischen Banking to Digital, man versucht viel, man hat ja auch viel gebaut, insbesondere so API-Schnittstellen, wo die Deutsche Bank schon recht gut war, aber hat andererseits auch sehr viel Oldschool-Banking und sehr komplizierte Systemlandschaften. Also, ich würde es jetzt nicht als komplett Oldschool-Banking ansehen wie die Deutsche Pfandbriefbank, aber es ist auf jeden Fall auch nicht so wie zum Beispiel die Commerzbank. Damit zu euch, wenn ihr noch mehr über die Deutsche Bank erfahren wollt, schaut auch nochmal das andere Video, was ich darüber gemacht habe und ich bin auf eure Meinungen gespannt. Bis zum nächsten Mal, danke für die Unterstützung, ciao.